Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge auf der Ehrengrad im LS22 zusammen mit dem Philipp. Einen wunderschönen. Hallo. Philipp quält sich über den Berg rum, hat er gesagt. Es ist so fast weit. Alter. Wieso stehen bleibt? Ja. Das glaube ich dir. Ich bin einen ganz kleinen Gang drin. Ich bin ganz wieder im Hin und Her nicht. Oh ja. Da kommt mal Papa vorbei. Desto größer der Gang, desto schneller geht er durch. Ja, das ist klar. Desto weniger Luft auf dem Boden trinkt haben. Das ist auch klar, und dann halt da. Ich bin richtig verarscht. Oh. Ja. Denkst du, warum muss denn der Depp jetzt da auch mal rumfahren? Du so. Ich hoffe, ein Ausspringen. Ja. Das ist alles wie so machtet und sowas, du so, ja, weil ich Bock habe, halt abfahren. Jawohl, ich bin im Burgerraum. Wunderbar. Wo ich hier gerade oben gekauft. Fein, machst du das nicht vor? Was ist denn dort? Ah, da hinten. Alter. Ich hoffe, jetzt geht. Jawohl. Wahrscheinlich lang. Glaube ich auch. Alle geht dann auf. Ich steig mal Gaskett von der Johnny ein und ich zeig dir mal, wie der hier gerade aufschaut. Ja, wollen sie? Steig aus? Alter, ist der Junge. Alter, was macht das jetzt? Der quält sich, Alter. Der hat richtig Bock. Was ist der Motor? Was? Also ohne Allrad würde ich hier stehen. Das glaube ich dir. Ich weiß nicht, ob der Eier da so viel schneller raufziehen würde. Also zieht er da also auf jeden Fall. Aber schneller nicht, glaube ich. Viel schneller auf alle Fälle. Keine Ahnung. Jetzt geht er wenigstens immer durch.
ja alles an Schwung mitnehmen, ey. Glaub ich dir, ja. Ich glaube, alle brauchen schon was geht. Habe ich zwei Arbeitsstücke. Ich muss jetzt nur eines. Mach mal das mal. Wir drücken 6 mal auf. Ja, kommt er ja. Aber es ist vorbei, glaube ich. Eigentlich habe ich gedacht, die Kreuzung da oben. Ich bremse nicht, gell? Kannst vergessen. Ja, wieso soll ich bremsen? Wieso soll ich da bremsen? Hier kommt auf alle Fälle nicht mehr weg. Naja, doch, das glaube ich. Ich nehme mich ja nicht an. Ja, okay, doch, gut, weg kommt du zu schauen. Dann nicht mal, wie ich jetzt gerade fahre. Zylinder fliegt! Bist du fast im Standgas, also ich Vollgas. Ja. Warte, ich probier mal was, ich frag was. Ah, jawoll! 6 km/h! Schon ein bisschen dumm hängen bleibt. Ja, nicht raus, ich sag's dir. Geht auf mich. 9 km/h, jawoll, jetzt geht wieder was. Hier ist vorbei. Nee. Warte, ich fahr nochmal. Was soll's da heute? Ich hätte hier umgekehrt. Kommt die ab? Ja. Nee, ich glaub nicht. Doch. Nee. Jetzt schon ist er wegen Brüder, aber so viel. Das kommt doch auch. Schade, man kann perfekt geschossen haben. Habt ihr, ne? Jetzt sind wir. Dem gehen komischerweise die Schläuche. Ja, ich weiß auch nicht. Die, bei denen ging es. Ich glaube, ohne Allrad. Hast du Allrad gerade rein dran? Ja. Ich glaube, das Auto kommt da nicht rum. Oder? Oh, ganz close. Der gerade einfach nach, da steht der noch. Da ja, steht nur ein Hänger, ja. Was warst du gerade? Hm? Was warst du gerade? Wo die Schiene?
Herr Turbo wieder durchpfeift dann da. Ja, natürlich. Ich hab gesagt, du musst hin und her lenken. Schon mit diesem Knigge. Ja. Also die Musik passt da perfekt, was gerade läuft. Oh, jetzt stehe ich da. Nee, hat so Alter, kann. Alter, gerade noch wegkommen, Alter. Ui. Überladen sind wir auch gar nicht oder so, nein. Nee. Das sind eine Kartoffel auch noch. Ja, die wiegen noch wegen. Der hinten wegen schieben. Ich bin jetzt mal in Grierstrafe drin. Blo. Hm? Der hinter wegen schieben, was meinst du, was die 170 PS mehr ausmachen würde? Keine Ahnung. Abfahrt. Oh. Gruppe nachgeschalten. Alter. Du hast schon Gruppe raufgeschalten und ich musste eine runterfallen. 6 km Abfahrt. 7. 7. Alter, ja, ihr könnt ins Warten schalten. Schalt ins Warten. Macht es. 7. Kurz vom Umstürmen oder schafft's? Oh, ja, nee. Vom Umstürmen kommt meine Info. Warte, ich schieb noch hinten. Sind da Sturm noch stärker? 9. 9? Nee, das glaube ich ja nicht mehr. Weil hat der Kupplungsschlauch, okay. Hm? Weil hat der Kupplungsschlauch. Oh, jetzt geht's mir gar nicht so zu lustig. Nimmst du den 6. oder Opfer? Alter, ich glaub da Mensch, mach mal Vollbremse. I have a problem. Oh. Alter, wie hat das Auto sowas von aus dem Leben geschossen? Ich seh's. Schwierig. Kommst du wieder, oder? Nee, ja. Mhm, interessant, was da unten... Ich hab ein Schlagsignal, Alter. Ja, nee, ja, ja. Das ist halt mal gut, jetzt schon nicht, da steht sich vor der Loch wieder auf. Warte, Alter, du hast den Hänger bloß weggeschoben. Ja. Nee, 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 nee. Gibt's da wegen hier noch? Ich lass die Auto jetzt nicht beschmutzen. Das hat mich gerade voll weggerammt, Alter. Never. Ich muss den mal binden, ne? Ich rutsch halt, Alter. Ach echt? Weißt du, dass den ich vorher nicht bin? Warte, 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 du musst noch was Wichtiges zu wissen sein. Oh. Oh, und der scheiß Warnblinker, Alter. Hey, natürlich. Alles klar. Ja, dann werden wir noch was machen. Du kannst auf Bremse drücken, aber spürst du, rutscht aber weg. Hast du ein Büttel? Ja, ja. Oder? Doch. Fast ganz kurz. Ah ne doch. Oder? War das Handy da? Nee. Oder? Nee. Alter Junge, knatterst du ab, Alter. Ja, 6. Gang volle Pulle. Ja. Jetzt wird zum Thema volle Pulle. Kommt ein Auto und dann bist du weg. Ich wollte gerade ausprobieren, was das bringen würde, wenn ich neutral schalten würde, aber nee. Hm. Du bist nur langsamer, statt schneller wie normal. Ja, du musst aufs Gas drücken, dann bleibst du gleich schnell. Aber auch nur, wenn du aufs Gas drückst.
wie war es für dich so mäßig? Ja, es ging eigentlich nur bergab noch. Ah, okay. Habe ich nicht genau gewusst. Ich hab gedacht, dass es da noch ein wenig bergauf geht. Ja, wir auch. Nein, wir sind die kurze Strecke gefahren. Ich habe eigentlich auch gedacht, dass du oben rumfahren hast. Wir wissen, wir haben Termine, Allah. Ja, ich fahre jetzt schon wieder zu Kicken. Oder schon wieder. Alter, ne? Wie voll ist denn inzwischen, weißt du das? Kann man sehen, dass er inzwischen wieder voll ist. Willst du dann die Lage fahren mit unserem Hänger oder so? Mit dem Brand fahren? Ja, okay, die Bautinger rendiert sich ja jetzt nicht mehr die Leibrost und so, oder? Ja, eigentlich. Dann packst du mit denen jetzt mal was. Jo. Ja. Schritt wird also verkehrt, ne? Oder hast du, glaube ich, schon gemerkt, oder? Was? Das ist verkehrt im Leben. Ja. Ach, der kam so, ja. Der kam das nicht. Oder Crunchy war bei dem wäre lachen. Oh, das ist ein bisschen. Bisschen wenden oder laufen können. Komm jetzt, oder war jetzt er bremst, Alter, das war so schön rumkämmer. Kommt er aus dem Nichts, Alter. Wir sind ein bisschen über den Fuß. Prozent haben wir inzwischen. Oder eine Runde dran. Was wir noch drin, dann können wir vielleicht schon durch. Komm, geh hoch dann, gell? Dann haben wir uns wieder unseren Schäfer. Dann können wir wieder weiter aufladen für die nächste Tour. Aber liebe Leute, wir sind trotzdem auch mit der heutigen Folge fertig. Jetzt kommt natürlich die Abmoderation, die niemals fehlen darf.
Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Du kannst auch keinen Cent und den roten Knopf gerade selbst hat nicht getan. Doch aktivieren, wird dir nichts mehr verpassen. Das war's von mir. Ganz sehr Wunschbolz in der weiteren Folge hier auf der Ehrengard im LS22 zusammen mit dem Philipp und bis dahin macht es gut. Haut rein und ciao ciao.